Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Eurotruck Simulator 2 Video hier vom Cruising the Balkans Event. Ich stehe immer noch in Pleven in Bulgarien und wir schauen mal, wohin die Reise geht. Mein Trailer ist auch noch direkt gegenüber. Ich habe schon mal reingeguckt vorher. Es sieht nicht gut aus. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass durch die Wartezeit jetzt irgendwie was mittlerweile neu dazugekommen ist, aber ich bezweifle es, denn das ist einfach zu nah. Nach Pice können wir eigentlich auch nicht, also nach Bukarest können wir auch nicht. Sieht weiterhin schlecht aus. Das ist die Frage, was am nächsten dran? Ich glaube, es macht schon am meisten Sinn, allein von der Strecke her, dass wir nach Kozloduy, Aussprache verbessern, gerne. Gerne verbessern die Aussprache so, dass wir einfach dorthin fahren und hoffen, dass wir von Nukleon einen Auftrag bekommen, weil das einfach am nächsten dran ist. Denn von Pleven kriegen wir einfach nichts. Wobei, never mind, ich könnte einfach nach Veliko Tarnovo fahren und wir probieren unser Glück hier. Da kann ich nicht ungefähr schauen. Das ist nicht ganz so weit, aber das hatten wir auch noch nicht. Deswegen können wir es von dort aus einfach mal versuchen. Los. Aber erstmal natürlich den Auflieger mitnehmen. In der Hoffnung, dass wir jetzt was bekommen. Auch relativ zügig am Anhieb. Wir wollen ja nicht unnötig in der Weltgeschichte umherfahren. Wir wollen ja schließlich auch Aufträge fahren. Allein durch rechts ab. Sofern wir nichts bekommen in der Stadt, wo wir schon gewesen sind, zu einer Stadt, wo wir noch nicht gewesen sind, dann ist das schon mal auch nicht verkehrt, denn aktuell bin ich bei 9 von 15. Und dann links ab. Dann wären wir bei 11 von 15 für den zweiten Teil, was ja auch schon mal nicht verkehrt ist. Dann hätte ich tatsächlich morgen nur 4 Videos aufzunehmen, also prinzipiell gesehen. Mal schauen, wie ich es überhaupt hinbekommen würde. Wahrscheinlich würde ich nur 2 machen oder 3. Je nachdem werden wir dann morgen sehen. Das werde vor allem ich dann morgen sehen. Können wir bitte noch langsamer werden? Wir sind ja auch leer, also wir kommen ja schnell auf Geschwindigkeit. Ziemlich schnell auf Geschwindigkeit. Den wollen wir mal schauen. Also eigentlich, ich könnte auch schon was gleich schauen, wenn wir bei der Abfahrt sind. Ja Gott, der ist immer noch da. So nah. Oh. Dabei aber nicht mehr. Ja, also eigentlich könnte ich auch schon von dort aus schauen. Rusche würde ich auch nicht nehmen. Sondern wirklich nach. Was war das? Ja, wir vergessen. Nach Veliko Tarnovo. Wenn wir schon die Wahl haben und die Wahl aufgezwungen bekommen,
Dann kann man das ja auch annehmen. Ich weiß gar nicht, sind wir mittlerweile schon nah genug dran? Wahrscheinlich noch nicht. Ah, doch, eigentlich schon. Nein und nein. Nein und nein und nein. Nein und nein. Auch nein. Oh, war ja. Peach haben wir auch. Ach, Peach sag ich schon. Rouge haben wir auch. Oh, okay. Sieht nicht gut aus. Ich würde sagen, wir machen dann. Wir fahren das Spiel direkt weiter nach Cardovo. Und schauen, ob es dort. Ob wir dort mehr Glück haben. Okay, wir fahren los. Ich habe das Gefühl, das wird eine sehr lange Folge. Mit sehr viel Leerfahrt. Aber ist halt wie das ist, ne? Kann man leider nicht ändern. Ich merke schon, ich hätte einfach gerne Westen fahren sollen und es dort probieren. Demnächst rechts abbiegen. Ja. Denn so verbrauchen wir gerade nur ein bisschen Sprit und kommen nicht voran. Rechts ab. Okay. Nett. In der Form habe ich nicht damit gerechnet. Wie viele Kilometer haben wir denn jetzt noch nach Dings? 133 Kilometer, ja gut. Da fahren wir ja noch sehr viel, ohne wirklich zu fahren. Ich gucke aber gleich nochmal, wenn wir wirklich in Veliko Tarnovo wieder sind, schaue ich nochmal nach, ob nicht vielleicht ein neuer Auftrag reingekommen ist. Kann ja schließlich auch passieren. Hoffen wir es einfach mal, dass es auch so passiert. Wieder die 50. Diesmal gecatcht worden. Schon 100 Kilometer unterwegs, wobei wahrscheinlich eher weniger, 70 oder so, und noch Geld am Verlieren. Sprit am Verheizen, dann noch Strafe zahlen müssen. So, aber ich gucke jetzt nochmal nach. Wir haben es sogar jetzt schon da. Oh, weia. Aber wir haben auch nur den äußeren Rand, ne? Wir haben halt nur das und nicht die anderen beiden noch. Also wirklich. Oh Gott, das wollte ich nicht. Ich wollte weiter gucken.
Oh! Containerbäume. Nach Elysion. Das nehmen wir doch mal an. 299 Kilometer. Auch annehmen, bevor es weg ist. 4.760 Kilo und 8.700 Dollar bekommen, Euro bekommen wir dafür. Das heißt 7.000 Verdienst. Hoffentlich fällt uns jetzt hinten keiner rein. Dann haben wir 98 Kilometer bis zur Ladestelle in Karlovo. Haben wir so endlich ein Ziel. Containerbäume auch nicht gefahren, glaube ich, bisher. Weil die Frage ist, sind Containerbäume Containerbäume? Also Container selber? Ich meine ja, zumindest, dass die auch so hießen, zumindest habe ich irgendwie jetzt gerade mit verbunden. Oder waren das Brücken? Oder was halt Bäume sind in Container und die deswegen Containerbäume heißen. Oder die Planung deswegen Containerbäume heißt. Werden wir dann sehen. Habe diesmal denselben Weg, den wir in der letzten Folge gefahren sind, weitestgehend zurück. Bis wir dann wieder auf neuen Wegen fahren. Wieder zurück in die Türkei. Das heißt, es geht wieder auf die Waage. Nur für Geld verdienen hier. Ich habe auch schon Bordsteine hier auf der Landstraße. Zum Glück nur auf dem LKW. Nicht nochmal. Holt er noch? Ne, okay. Will ich mir auch raten. Ich habe mich. Ich will nicht anhalten. So Richtung Sophia. Miss Sophie. Ich weiß nicht, meinst du noch, wie es so schmeckt. Wobei es auch wieder. Ne. Kommt oder auf einmal herkommt. Es geht auf die Autobahn wieder. Da kann man zumindest kurz ein bisschen Gas geben. Richtung Türkei wird es ja wahrscheinlich auch wieder mit. Okay, never mind. Aber Richtung Türkei wird es mit Sicherheit über Autobahn gehen. Bis 5.52 Uhr, ja, oh nee, 3.33 Uhr. Schön mit den bewaldeten Bergen wieder. Jetzt sind wir gleich auch bei der Baumplantage.
Baustelle. Die uns das zum Glück erstmal nicht interessiert, aber auf dem Rückweg interessieren uns die 30 Kilometer pro Stunde hier. Demnächst rechts abbiegen. Achso. Biege nach rechts ab. So eine Abbiegung ist es. Jetzt, wo ich weiter überholen könnte. Oh Gott. Das ist doch so breit. Nice. Sehr schön. Gefällt mir. Das ist auch häufiger jetzt solche. Nennen wir es mal Feldwege. Erst auf dem alten Karlovo. Dass es mehr so Feldwege gibt, auf die man hinzufährt. Ja. Ich habe gerade kurz nach dem Trailer Ausschau gehalten. Ich weiß nicht warum. Haben wir unseren eigenen. Dann lassen wir mal die Containerbäume laden. Und dann wollen wir mal die 4 Tonnen, ist halt eine sehr, sehr leichte Fracht, zu Baikal-Loko in Indien fahren. 4 Kilometer, genau, 299. Gucken wir uns mal kurz die Strecke an. Zurück und dann geht es eigentlich auf die Autobahn und dann, joa, ne? Den Weg, den kennen wir ja bereits schon. Nur, dass wir kurz nach der Grenze, weil sie nach Istanbul gefahren sind. Und nicht bereits schon abgehoben. Kurz nochmal die beiden Schilder eingetragen, dass ich die nicht mehr hinfahren kann. Und habe dabei gesehen, dass ich irgendwie 2 Städte nicht notiert habe. Heißt, ich muss dann da gleich nochmal. Also wirklich am besten gleich nochmal nachschauen. Da habe ich einfach. Wir sind doch bei 9 gerade, ne? Ja, wir sind bei 9 von 15. Eingetragen waren 7 von 15. Jetzt sind es 9 von 15. Also irgendwie fehlen mir 2. Biege nach links ab. Belastenderweise. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Halt auch weiter. Die wurde nicht so weit vorne gewesen. Du kannst schon fast nicht vorstellen, dass ich so weit über der Haltelinie gehalten habe. Aber scheinbar für den
Busfahrer war ich sehr, sehr nah. Weit genug drüber. Und da hinten geht die Sonne über den Wipfeln der Bäume, die auf der Bergkuppe stehen, langsam auf. Aber ich, also die Skybox ist echt, wo allgemein die neue Grafik ist echt nice geworden. Also ist natürlich jetzt kein so krass gravierender Unterschied wie, keine Ahnung, wie von der ersten Version der Skybox und so weiter und so fort auf quasi die vorherige Skybox-Version, die wir jetzt hier hatten. Das war ja schon ein wellenlanger Unterschied. Das ist ja einfach, das war ja halt schon wirklich Äpfel mit Bier, das kann man halt echt überhaupt nicht vergleichen. Demnächst rechts abbiegen. Machen wir das doch. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Und noch ein kleines Stückchen wieder Landstraße. Bis wir dann wieder voll ausfahren können. Okay, fast voll ausfahren können. Zur Grenze zur Türkei. Knacken nicht ganz die 8000 bei dieser Fahrt, aber wir kommen immer näher. Da kann ich nicht mehr ganz gucken, weil ich leider mal wieder 2000 Meter gedrückt habe. Passiert. Gab es einen Autounfall? Autounfall, genau. Denn das auch, aber ein Auffahrunfall, würde ich sagen. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, es sieht auch nice aus mit dem leichten. Es wirkt wie ein leichter Nebel. Leicht riesig wirkte es da. Tanken muss ich nicht mehr, das habe ich in der letzten Fahrt, gemacht. Ist auch noch bei 87%. Das reicht noch dicke. Links halten und dann links abbiegen. Ich glaube, einmal im Event müssen wir noch tanken. Biege nach links ab. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht trägt es sogar. Gehen wir schon mal auf 75, dann 90, die kommen wir sofort. Und das sind wir schon mit direkt zum Überholen an. Wobei, stimmt, ich wollte eigentlich noch, gut, muss ja nicht im Event sein, aber ich würde dann nachher noch die eine oder andere Fahrt mit den beiden Paintships anfahren. Aber das ist ja, wie gesagt, nicht dringend notwendig während des Events. Wenn es aber passt, dann passt es halt.
Aber die Ausfahrt ist gleich zur Türkei. Ich muss danach auch nochmal hier das ADS wieder aufnehmen, was vor diesem Video kam. Ich mach's mal wieder in invertierter Reihenfolge. Und dann Ausfahrt rechts. Genauso wie es wahrscheinlich auch so sein wird bei. Wahrscheinlich wird schon so sein. Bei den anderen ETS zeige ich das auch. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Da hat sich jetzt hier was hingespawnt. Okay, sehr gut. Kann ich die Flasche nochmal richtig zu machen? Bevor ich wieder mit ihm stelle. Aber gut, das will immer wieder aufnehmen, das ist dann halt so. Kann man halt auch nicht ändern. Aber vielleicht nehme ich auch vor, in den anderen Videos dann halt noch ein ADS wieder auf. Ich glaube, das ist schon am sinnigsten. Das macht schon eigentlich Sinn. Mal gucken, ob ich es auch hinbekomme und mache. Das sind auch wiederum zwei Paar Schuhe. Rechts halten. Bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Natürlich ist abgebogen. Der Arsch. Gott, nicht so nah an den Bäumen fahren. Wir wissen ja, was passiert. Bei manchen Bäumen. Denn die, ja. Haben uns dann plötzlich ganz so lieb. Das wollen wir ja nicht. Wie weit ist denn in der Türkei, wenn wir eine 300 Kilometer Fahrt hatten? Wahrscheinlich allzu weit, 70 Kilometer? 80? Immer so mit Dreh. Immer geradeaus. Ja, also gut. Immer geradeaus. Oh ja, ich schaue gleich auf alle Fälle nochmal nach. Scheinbar das ADS wieder rechnen. Heute Nacht aufnehmen oder morgen früh. Und das heißt, ich werde auf alle Fälle nochmal gucken, welche Städte ich einfach vergessen habe auszuschreiben. Muss ich jetzt nicht. Ja gut, Aufliegerschaden von nix. Biege nach links ab. Neue Route finden. Sehr schön. Speed Röntgen.
Dann entfernen wir gleich die Papiere. Und fahren auf die Waage. Ja, doch, erstmal. Wir fahren auf die Waage. Ja. Es war klar, und ich hätte doch den ehrlichen Weg nehmen sollen. Einfach nur so. Ja, okay. 19 Tonnen Gesamtgewicht, sehr schön. Ich habe auch kein Übergewicht erwartet. Bin ich ehrlich. Bisschen früh. So. Ich glaube, letztes Mal Papiere zeigen. Von links glaube ich einfach nur noch so raus. Ja. Sehr gut. Schön noch mit dem Speedbump davor, damit man ja auch gar nicht so schnell fährt. Und dann geht es jetzt raus, die letzten. Na gut, 80 Kilometer. 81 Kilometer. Ja, ich mit denen wobei vielleicht auch eher 80 Kilometer. Ja, doch irgendwas fährt. Oder wie habe ich das überhaupt gesagt? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Schon zu lange her wieder. Es sind auf alle Fälle nicht 70, wie ich auch gesagt habe. Okay, prinzipiell gut da. Wie viel zu sehen gibt es halt nicht, wie gesagt. Demnächst rechts abbiegen. Achso, 50 jetzt nur noch, okay. Biege nach rechts ab. Wir wollen ja nicht allzu viel noch mehr Geld zahlen. Also hier schon. Muss ja nicht sein. Mit Vollgas zu Balkan Loco. Die letzten paar Kilometer. Und dann bin ich mal gespannt, ob es beim nächsten, die nächste Fahrt auch so problematisch sein wird. Was Abladestellen betrifft. Und ob wir dann auch wieder ein bisschen leer fahren müssen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich sehe es ja schon fast kommen. Wobei ja eigentlich eher ATS das Problem ist. Weil es halt nur 14 von 14 gibt. Also 40 hätte in Kansas und von allen oder zu allen 14 fahren sollen. Und dann sind wir sogar schon fast da. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Das ging ja jetzt auch doch wieder relativ flott. Was, 50? Die Ausfahrt rechts. Ja, schon plötzlich.
Steuern wir schon mal auf 70. Müssen wir ganz durchfahren wahrscheinlich schon, ne? Dann bleiben wir doch auf der rechten Spur. Und wieder 50. Ja, schönes Neubaugebiet, was aktuell eine Firma-Baustelle für uns ist. Also wird es auch so bleiben, aber ne? Ich habe mich doch schon mal links. Jetzt auch mal in dir. Balkan Explorer 14 von 30. Eigentlich haben wir genügend Auswahl, aber wir müssen halt einen Auftrag dafür bekommen, ne? Also vor allem World of Warcraft Auftrag. Das ist halt das Ding. Also wir haben noch über 20, also fast 20 Städte. Wobei, was heißt fast? Es sind halt wirklich über 20. Nein, nicht ganz. Es sind 19 Städte, zu denen wir noch fahren können. Aber dafür muss man erstmal einen Auftrag haben, ne? Also das ist halt. Wenn wir jetzt schon hier strugglen, wie wird das denn in Kansas werden? Am Kreisverkehr wird der besser, aber ich gehe der Fahrt schlimmer. Bitte rechts halten. Also richtig schlimm. Schlimmer. Stoppschild. Nimm diese Ausfahrt. Auch interessant. Ich bin hier so schnell. Sehr viel zu schnell. Demnächst links abbiegen. Um genau zu sagen, oh, wir fahren direkt links an der Garage vorbei. Oder über das Gelände der Garage. Biege nach links ab. An der Garage vorbei, okay. Das ist ja auch nice. Wir sind fertig. Wir sind direkt sehr schnell fertig. Schön, dass wir quasi auch hier am Güterbahnhof abladen. Zwar auch nur am und nicht auf, aber ist ja auch nicht so wild. Ausgezeichnet Containerbäume von Karlovo nach Indien geliefert, gefahrene Strecke 398 Kilometer, dauert 30 Minuten, verbrauchter Kraftstoff 121 Liter und das war der 169. erledigte World of Trucks ETS-2 Auftrag. Es gab dafür 9600 Euro und 527 Erfahrungspunkte. Dann gucken wir mal, wo wir hier pennen können. Abgesehen von der Garage, die wir nochmal verkaufen müssen, davor kaufen müssten. Gut, am anderen Ende der Welt gekommen sind. Dann wollen wir doch mal dahin fahren. Ja, wir sind noch im guten Rahmen. Deswegen brauche ich mich nicht operieren lassen. Sagt er und baute gleich einen Unfall, wo er über die 5% mit kam. Ach ja, dann haben wir genügend Platz zum Pennen. Ist mir gar nicht aufgefallen mit dem Abbiegen hier. Ein Schlafplatz ist. Halten wir uns mal ganz direkt rechts. Falls es sogar möglich ist, es ist ja sogar möglich. Sehr schön. Dann würde ich sagen, starten wir neben dem DAF.
Ach, MN, mein Gott, wir sind der DAF. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich euch hoffentlich wieder vom nächsten Video hier von Cruising the Balkans Event hier in Eurotoxic Simulator 2. Tschüss!